Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Wir machen weiter hier im Sternhafen. Im Vordergrund seht ihr übrigens meinen Basilisken. Der sieht jetzt ein bisschen größer aus, als er ist. Natürlich ist das nur eine Sache des Blickwinkels, der Perspektive. Ne? So, also, wir haben schon ein bisschen was erfahren über die Githyanki und die Gitzerei. Was hat er mir jetzt zu sagen? Achso. Illithiden in Willowwood, Githyanki in den gewundenen Höhlen. Zack. Ah, gut euch zu sehen. Die Illithiden haben ihre Präsenz in Willowwood verstärkt. Oha. Damit bietet sich uns die Chance, weitere Informationen über ihre Aktivitäten zu gewinnen. Sobald ihr dort eintrefft und wir uns ein besseres Bild von der Lage machen können, werde ich euch weitere Anweisungen geben. Die Wächter der Illithiden befinden sich irgendwo tief im Unterberg. Und es ist durchaus möglich, dass wir diese Informationen dazu nutzen können, um Hinweise auf ihre Aufenthaltsorte zu erhalten. Dies wird uns unserem Ziel, ein Fragment der Lehren des Certimons zu beschaffen, einen weiteren Schritt näher bringen. Okay, wir nehmen an. Und das gleiche für die Githyanki. Seid gegrüßt. Mir liegen Berichte über einen Einfall der Githyanki in die gewundenen Höhlen vor. Damit bietet sich uns die Chance, weitere Informationen über ihre Aktivitäten zu gewinnen. Sobald ihr dort eintrefft und wir uns ein besseres Bild von der Lage machen können, werde ich euch weitere Anweisungen geben. Es ist durchaus möglich, dass wir dabei Hinweise auf die Aufenthaltsorte der Wächter der Githyanki im Unterberg erhalten werden. Dies wird uns unserem Ziel, ein Fragment der Lehren des Certimons zu beschaffen, einen weiteren Schritt näher bringen. Alles klar, da wollen wir natürlich bei helfen, annehmen. So, wir können natürlich noch sehr viel mehr von ihm erfahren. Das werde ich aber zu einer anderen Zeit machen. Ne, immer schön Schritt für Schritt. Sonst haben wir die gesamte Folge nur mit Informationen. Und das ist natürlich auch nicht so spannend. Okay, also wir haben die ersten Erkundungsmissionen jetzt vor uns. Einmal hier in den gewundenen Höhlen und einmal in Willowwood. Was machen wir zuerst? Wir machen zuerst die gewundenen Höhlen. So, diese Erkundungsmissionen sind der erste Schritt in, naja, ich will mal sagen, so eine Art Pyramidensystem von Missionen. Die Erkundungsmissionen führen zu Wächtermissionen und die Wächtermissionen führen zu Fragmentmissionen und danach werden wir sehen, was danach kommt. Okay. Missionen haben generell eine von zwei Formen. Wir haben jetzt hier Champions zu besiegen. Also drei Champions müssen wir besiegen und außerdem 30 Githyanki-Eindringlinge. So eine Mission kann natürlich überall sein hier. Wo das ist zufallsbedingt. Und die zweite Art von Mission ist Informationen sammeln. Da muss man 6 Informationen beschaffen und ebenfalls 30 oder ich glaube 25 in dem Fall dann Eindringlinge besiegen. Vielleicht werden wir bei der zweiten Mission das andere bekommen. Was man machen kann, wenn man jetzt eine von beiden Arten besser mag, ist, dass man den Level verlässt und neu betritt. Denn es ist zufallsbedingt, welche Mission man bekommt. Ob man die Mission bekommt mit den Champions oder die Mission mit den Informationen sammeln. Ich persönlich empfehle die Champions. Warum? Weil die Champions, das hatte ich auf dem Preview-Server zweimal, lila Gegenstände droppen können. Das hat man beim Informationssammeln nicht. Zumindest hatte ich das noch nie. Champions können Gegenstände droppen, scheinbar. Zumindest hatte ich das schon. Und deshalb würde ich eigentlich den Level immer so oft betreten, bis ich die Champions bekomme. Außerdem finde ich, die Champions gehen schneller. Das andere werde ich dann aber auch nochmal zeigen. So, ist er etwa ganz alleine? Das gibt's ja gar nicht. Ein Champion ganz alleine ohne eine Gruppe. Oder es kann natürlich sein, dass seine Gruppe hier kämpft. Denn die normalen Monster sind nicht aus dem Level raus. Die normalen Monster bekämpfen natürlich die Eindringlinge. Das ist auch ganz gut. Das kann man auch sich zunutze machen, indem man die Githyanki und die anderen Monster so zusammenführt. Wenn man dann selber nicht angreift, sondern einfach weiterläuft, dann, verteilt sich die Aggro so, dass die Monster gegeneinander kämpfen. So.
Okay. Bringt einem nur nicht viel, wenn man selber Monster besiegen muss. So, also, Herr Champion. So. Kristallgolem. Aha. Information zum Kristallgolem. Kristallgolems muten wie 10 Fuß große, durchsichtige Gifjanki-Krieger an. Sie sind des Sprechens nicht mächtig, doch sie verstehen die Sprache der Gif. Die Gifjanki setzen sie zur Verteidigung von Außenposten als schlagkräftige Mitglieder von Invasionstrupps und zur Jagd auf die Elitiden ein. Genau wie andere Golems weisen auch die Kristallgolems eine hohe Resistenz gegen Zauber und gewöhnliche Waffen auf. Niemand weiß, auf welche Weise sie erschaffen werden. Okay. So, den ersten Boss habe ich gekillt. Nichts erhalten. Übrigens, das kann man sich auch zunutze machen. Denn wenn man den Level verlässt, ohne die Mission beendet zu haben, startet sie neu. Wenn man also 2 der Bosse tötet, oder wenn man auch alle 3 tötet, aber nicht genügend Gifjanki-Eindringlinge besiegt, kann man den Level verlassen, neu reingehen, hat man 3 neue Bosse. Ja. So kann man auch übrigens sehr schnell an die entsprechenden Anhänger kommen. Moment. Ich schalte mal kurz hier um auf... auf das hier. So. Ja, okay. Da habt ihr. So. Hier habe ich jetzt so einen Gifjanki-Anhänger bekommen. Und diese Anhänger sind ja eine Art Währung, die man nur von den Gifjanki bekommt. Wenn man diese Währung schnell sammeln möchte, muss man die Mission halt so lange spielen, bis man sie fast fertig hat, den Level neu betreten und dann hat man wieder mehr Gifjanki da, die man für die Anhänger farmen kann. Nur mal so als Tipp, wenn man schneller zu der Währung kommen möchte, die man braucht, um bestimmte Gegenstände zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Folge auf die Gegenstände kommen werde, in den Läden. Das kommt drauf an, wie lange ich jetzt brauche. Aber das wollte ich einfach nur schon mal so vorwegnehmen. So, wo ist eigentlich der nächste Boss? Der ist da oben. Da ist der Champion. So, das war der Champion. Haube des Schwarzkiefers hat er gedroppt. Das ist nichts Besonderes, ne? Ich würde es natürlich gerne sehen, wenn die mal ein lila Gegenstand droppen würden. Das wäre schön. Aber schön gemacht insgesamt, so eine Invasion hier im Unterberg. So, ja, ich muss noch einen Tick weiter. Was, hier? In der Kristallhöhle? Na, fällt er runter, wenn ich ihn hier hin... Nein. Wenn ich ihn in das Loch locke. Ich glaube aber nicht, dass das funktionieren würde. So, schaut mal, die greifen mich jetzt an. Wenn ich jetzt aber weglaufe zu den Gifjanki irgendwo, dann werden die angreifen. Scheinbar bin ich nicht so wichtig wie die anderen. Außer mein Besen lässt sie nicht in Ruhe. Ja, mein Besen ist immer noch beschäftigt. Eigentlich muss ich jetzt gar nicht so weit laufen. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich kann ja auch so machen.
So. Zack. Uprising. Und jetzt hatten wir noch das alte Tor in Willowood. Zack. Die Illithiden haben bei der Flucht Vorräte zurückgelassen. Ihr solltet sie nach Hinweisen durchsuchen. Genau. Das ist jetzt die andere Art der Mission, wie ihr hier seht. Ich muss jetzt 6 Informationen sammeln und trotzdem 30 töten. Naja, ich habe gedacht, das sind 25 gewesen. Vielleicht ist es aber auch auf dem Preview-Server 25. Kann ja sein, dass das dann hier anders ist. Das ist der Vorratsbereich. Hier werden die Vorräte oder diese Informationen versteckt sein. Und wenn ich diese Mission nicht mag, dann kann ich, wie gesagt, einfach rein. Zum Beispiel zurück zum Sternhafen und wieder zurück zum alten Tor. Und dann ist die Chance 50-50, dass ich die andere Art bekomme. So. Was ich gerne ausprobieren möchte, wenn ich schon mal hier bin, ist, ob ich die gewebeberührten Fragmente sammeln kann. So. Tatsache, das ist ja super. Das ist ja super. Dann werde ich mir das zweite Fragment auch holen. Das ist bei ihm hier hinten. Bei dem Troll. Bei dem Troll. Der läuft hier immer rum. Der Troll ist jetzt erstmal das Wichtigere. Oh nein! Ist das mein Troll? Der da liegt? Nein! Ihr habt den Troll umgebracht! Nein! Sie haben den Troll getötet. Ja, ich war zu langsam. Hab zu viel gesprochen. Sie haben den Troll umgebracht. Schade, aber sehr schade. Gut, hier ist die Kiste. So sehen diese Kisten aus. Und sobald ich die berühre, kommen neue Gegner. Ich kann ja mal die Kiste berühren. Wo kommen sie? Da kommen sie. Jetzt laufe ich weg. Ups. Und kann sie theoretisch hier hinführen. Und dann werden die miteinander fighten. Na, kommt ihr? Ja, die kommen. Hier ist übrigens noch eine Kiste. Ja. So, ich bin unsichtbar. Jetzt könnt ihr euch miteinander vergnügen. Eigentlich müssten sie gleich gegeneinander kämpfen. Nö, tun sie nicht. Sie gehen wieder zurück. Da sind die. Da sind auch welche. So. Wir bringen sie hierher. Und hoffentlich klappt das diesmal, dass die gegenseitig sich. Nein. Oh Mann, auf dem Prüfer hat das so schön geklappt. Aber, mein Besen macht sie alle selber fertig. Ja, angeblich wurden Gefährten gestärkt, also. Mein Besen macht wohl jetzt mehr Schaden. Und fegt die Leute hier auch so weg. So, jetzt kann ich die hier auch gefahrlos plündern. Jetzt kommt nichts mehr. Aber auf dem Preview-Server habe ich das tatsächlich so gemacht. Ich habe diese Kiste angetickt. Kommt mal mit. Kommt mal mit hierher zum Bär. Au. Na, kämpfen sie zusammen? Ich mische jetzt einfach mal mit ein, weil ich ja auch Illithiden besiegen muss. Es bringt also nur. Es hat ja sowieso nur schlecht funktioniert jetzt gerade. Ich weiß gar nicht warum, aber normalerweise funktioniert es sehr gut. Sie gegeneinander kämpfen zu lassen, bringt aber nur bedingt etwas, denn man muss ja auch die Illithiden besiegen. Beziehungsweise die Gisterei.
Ja, da kommen sie. Wow, aber der Besen, der haut ja echt rein gerade. Huh. So, wir müssen noch 3 Kisten suchen. Da ist bestimmt eine Kiste. So, jetzt kommen schon die nächsten. Oder auch nicht. Jetzt kommen sie verspätet. Jetzt hätte ich eigentlich weglaufen können. Hätte ich nicht kämpfen müssen. Aber ich brauche ja die Kills. Au. So, noch 2 Kisten und 2 Kills. Das scheint hier so unbewacht zu sein. Oh, ich will da mal was ausprobieren. Da kämpfen die ja gerade. So, wir werden uns in diesen Kampf nicht einmischen. So. Da. Habt ihr es gesehen? Jetzt sind sie miteinander beschäftigt. Ich war unsichtbar, habe die Kiste genommen. Und muss mich mit denen jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr abgeben. Achso, ich bin im Kampf. Bin ich doch gar nicht. Sie kommen von hinten. So, jetzt aber. Ah, okay. Der Kampf hinten ist vorbei. Jetzt kommen sie zu mir. Gar nicht schlimm, weil das ja diese Trophäen bringt. So. Und damit hätten wir die Information. Ja, wir hätten damit die Information und auch die Quest erledigt. Jetzt können wir wieder zurück zum Sternenhafen. Machen wir auch. Ah, ich überlege gerade, ist der Troll respawned? Die Zeit möchte ich mir jetzt nicht nehmen. Ab zum Sternenhafen und die Quest abgeben. Was sagt die Zeit? Oh, die Zeit sieht gut aus. Können wir ja gleich nochmal die Läden anschauen. So, komm her. Elitiden in Willowwood abgeschlossen. Hervorragende Arbeit. Mit diesen Informationen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die Wächter der Elitiden aufspüren werden. Alles klar. Und jetzt die Githyanki. Hervorragende Arbeit. Mit diesen Informationen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die Wächter der Githyanki aufspüren werden. Ja, okay. So, Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, in 7 Minuten müsste er neue Quests für uns haben, die wir aber dann natürlich nicht machen. Zumindest nicht in dieser Folge. In der nächsten Folge. Gehen wir jetzt mal in den Laden. So, und da gehe ich zuerst mal zu diesem Laden. Den wahrscheinlich viele von uns erstmal nicht brauchen werden. Denn wonach auch immer ihr hier sucht, ihr werdet stets nur Ärger finden. Das kann ich euch versichern. So. Eigentlich suche ich derzeit nichts Bestimmtes. Wie sonderbar. Die meisten, die ich hier antreffe, scheinen auf der Suche nach materiellen Reichtümern zu sein.
Ich hoffe, dass ihr euch von diesem Vorurteil nicht persönlich gekränkt fühlt, denn das ist keinesfalls meine Absicht. Nein, nein, keine Sorge. Ich muss zugeben, dass dies etwas irritierend ist. Für gewöhnlich mache ich gute Geschäfte mit jenen, die Reichtum und Schätze suchen und sich bei diesem Vorhaben meine Dienste erhoffen. Okay, über welche Art von Diensten reden wir? Denn während ich selbst materiellen Gütern keinen großen Wert beimesse, so bin ich doch in den Besitz einiger einzigartiger Waffen gelangt, an denen Leute eures Schlages gemeinhin großes Interesse zu haben scheinen. Und daher bin ich auch geneigt, diese Güter gegen etwas einzutauschen, das mir von Wert erscheint. Wissen, Schriftrollen, um genau zu sein, insbesondere alte Schriftrollen, je älter, desto besser. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der wahnsinnige Magier Hallister eine große Sammlung solcher Schriftrollen in seiner Bibliothek aufbewahrt. Solltet ihr während eines Besuches einige davon finden, wäre ich durchaus bereit, einen Tauschhandel in Betracht zu ziehen. Großartig. Kann ich mir diese Waffen mal ansehen? So, und da sind sie dann, die tollen neuen Waffen, an die viele, viele von uns erstmal überhaupt nicht rankommen werden. Einige Auserwählte wahrscheinlich dann schon. Ne? Für uns Diebe oder Trickser-Schurken oder Schurken mittlerweile nur noch, wäre das dann der Löwenherz-Dolch und das Löwenherz-Stilett. So sieht das Ganze dann aus. Ja, sieht schon nett aus, ne? Also, das Design ist cool und es sind die stärksten momentan verfügbaren Waffen. Naja. Für die meisten wahrscheinlich erstmal unerreichbar, denn man braucht diese verlorenen Schriftrollen der Leere. Und diese bekommen wir in Hallisters Turm. Und naja, der ist nicht so einfach. Okay, was gibt's noch? Es gibt hier Mini Linda. Wir können uns das Ding leider nicht angucken. Ja, es ist halt ein Begleiter. Okay, wie der aussieht, weiß ich nicht. Ich würde gerne mal wissen, was diese Mini Linda ist, aber okay. Und es gibt hier für 200 Schriftrollen. Ich weiß nicht, wie viele Schriftrollen man bekommt für einen Besuch bei Hallister. Ob man eine bekommt oder fünf oder drei, so für jeden Boss oder so. Keine Ahnung. Oder für jede Phase. Ich vermute mal, man bekommt eine, ne? Also für 200 Schriftrollen gibt es dann Hallisters wirbelnder Wirbelwind, den ich sehr, sehr gerne hätte. Aber ich mache mir keine Hoffnungen, den jemals zu sehen, denn erstens, man bekommt ihn nicht im Auktionshaus. Der wird sofort an den Account gebunden, das heißt, man kann ihn nicht verkaufen. Und 200 Schriftrollen, also puh. Aber so sieht er aus. So sieht er aus. Echt cool. Hätte ich gern. Also bin ich ehrlich, ich hätte ihn gern. Okay. Das sind also die Sachen, die man also nicht so schnell sehen wird. Hier sind die Sachen, die man etwas schneller sehen wird. So, einmal den Laden aufzeigen. So, hier können wir für die Githyanki-Anhänger einkaufen und für die Elitiden-Trophäen. Davon habe ich, mittlerweile schon 50 Stück, Mensch. Ja, und die kann man, so wie ich euch das vorhin gezeigt habe, farmen, indem man die Missionen nicht abschließt, sondern immer wieder neu reingeht. Ja, dann hat man immer wieder neue Opfer. Trophäen. So, Schwert der Githyanki und Langschwert der Githyanki. Ich weiß nicht, wieso es nur die beiden gibt. So sieht das Schwert aus. Hübsch. Für Kämpfer. Ich weiß nicht, Paladine möglicherweise auch. Paladin und Kämpfer, ja. Und hier die Version für den Barbier. Auch nett. Und ich frage mich, wieso gibt es keine entsprechenden Skins für Schurken, Kleriker, Waldläufer, ne? Naja, gut. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Hier gibt es übrigens, ich weiß nicht, warum es das hier drin ist. Maske des Batiri-Häuptlings und Batiri-Hexendoktors. Den Hexendoktor, den kenne ich schon. So sieht das aus. Also diese Maske gab es vorher schon. Und es gibt Batiri-Häuptling. Ich weiß nicht, ob es die auch gab. Ich glaube schon. Aber die war dann doch eher selten. Warum es das jetzt hier im Sternhafen zu kaufen gibt, anstatt anderer Dinge, weiß ich nicht. So, und es gibt hier diese Tränke natürlich.
gewährt euch 3600 Sekunden lang 3000 maximale Trefferpunkte und 750 Verteidigung. Leider nach dem Tod ist das scheinbar weg. Das heißt, diese Tränke wären mir ehrlich gesagt diesen Preis nicht wert. Aber es gibt hier noch diese Gefährtengegenstände. Sie sind nur grün, in Anführungsstrichen grün, denn der ein oder andere könnte vielleicht Interesse haben an einem dieser Anhänger. Sie haben zwar keine Plätze für Runensteine, aber diese Runensteine bringen auch nicht allzu viel Werte. Ja? Meiner Meinung nach. Ich kann das ja mal bei mir zeigen. Ja, hier, Gefährten. Da habe ich Verstärker-Runensteine Rang 11 drin. Bringt 800 Kraft und 800 Kraft. Also insgesamt 1600 Kraft bringt mir das Ganze. Und was bringt mir das noch? 5166 Rüstungsdurchdringung und 5166 kritischen Trefferwert. Das heißt, ich habe 10.300, also zusammengerechnet habe ich 10.300 Wert durch diesen Perlenring plus nochmal 1600 Kraft. So. Das heißt, allein an Werten, also wenn ich jetzt die Runensteine, die ich drin habe, nicht mitzähle, also diese 1600 Kraft, dann würde das Ding mehr Werte geben. Oder, ne? Muss man dann gucken. Und mehr kombinierte Werte gibt es auch. Also, so für den Anfang könnten diese Anhänger durchaus interessant sein. Für jemanden, der halt keine hochstufigen Runensteine hat. Und hier kann man sogar sehen, oder hier kann man den Wert, den man am wenigsten oder am meisten braucht, auch direkt voll zu 100% pushen. Weil die ganzen Anhänger und die ganzen Gegenstände hier haben nur einen Wert. Ne? Hier hat man Wahrnehmung. Hier hat man Crit-Vermeidung, Verteidigung. Also hier kann man quasi die Werte, die man gerade am wichtigsten braucht, nochmal richtig pushen. Ne? Und muss jetzt nicht irgendwie auf einen Zufallsdrop bei irgendeiner Expedition warten. Okay. So. Es ist 12 Uhr. Die Missionen sind... sind wieder verfügbar. Werden wir dann in der nächsten Folge machen. So. Illithiden in Willowwood, Githyanki in den gewundenen Höhlen. Eigentlich, ja, genau das gleiche, was wir eben hatten. Vielleicht werde ich dann doch eher warten und das hier machen. Illithiden in Terminus und Githyanki in den Wieso 4 Tage? Seid gegrüßt. Ich dachte immer, die wechseln sich ab. Ein Tag die und der nächste Tag die anderen. Na gut. Also die Mission werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge relativ schnell abhandeln. Dann haben wir in der nächsten Folge Zeit, um uns mal mit ihm etwas genauer zu unterhalten über diese ganzen Dinge. Ja, das hört sich gut an. Also einmal beten. Pling. So. Ah, und wir können uns nochmal die Mission hier angucken. Erkundungsquest. Lehren des Zertimons. Hier wird das, glaube ich, so ein bisschen beschrieben, ne? Schließt Erkundungsquests ab, um 2 Geheiminformationen zum Freischalten von Wächter-Expeditionen zu finden. Sammelt dann 3 Segmente des Sternenhafen-Zepters für die Fragmentexpedition und beschafft die Fragmente des Zertimons der beiden Fraktionen. Also, wie ist das gemeint? Das ist so gemeint. So, aus den Erkundungsmissionen bekommen wir diese Dinger. Geheiminformation der Githyanki und Geheiminformation der Illithiden. Wenn man 2 Stück hat von jeweils dem einen oder dem anderen, also von den Githyanki-Informationen oder von den Illithiden-Informationen, bekommt man eine Wächtermission. Entweder für die Illithiden oder die Githyanki. So. Bei diesen Wächter-Expeditionen hat man dann die Möglichkeit, solche Fragmente zu bekommen. 3 Fragmente von einer Fraktion öffnen dann die Fragmentmission oder Fragmentexpedition für diese Fraktion. Und dort bekommt man dann Fragmente und ich glaube, wenn man dann 4 Fragmente zusammen hat, ich glaube, man braucht 4 Fragmente und dann passiert irgendwas noch ganz Tolles. So.
dann hat man diese Quest hier fertig. Ja, man braucht 4 Fragmente. Wie viele, wir können ja mal kurz durchrechnen, wie viele Missionen brauchen wir dann? Also, 2 Erkundungsquests geben eine Wächterexpedition. So, dann braucht man 3 Wächterexpeditionen, um ein Fragment zu bekommen. Für 2 Fragmente brauchen wir also 6 Wächterexpeditionen. 6 Wächterexpeditionen benötigen 12 Erkundungsquests. So, das Ganze natürlich mal 2, weil wir ja beide Fraktionen abdecken müssen. Also 6, 12. Jetzt haben wir also 24 Erkundungsquests müssen wir machen. Da wir pro Tag, also 12 Tage braucht man dafür, ne? Pro Tag bekommt man ja 2 Erkundungsquests. Also 12 Tage muss man das durchgehend machen. Dann ist man am Ende dieser Pyramide angelangt und kann gucken, was dann passiert. Okay. So, das wär's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage bis bald, bis zur nächsten Folge.